Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rise the Horse. Wir haben ja in der letzten Folge ein paar Events gemacht und werden heute die Preise abholen. Und ich weiß jetzt noch nicht, wann die Folge rauskommen wird. Vielleicht kommt sie verspätet raus, je nachdem, da ich ja noch ein paar private Dinge zu klären habe. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, dass die Folge schon zwar länger aufgenommen ist, aber vielleicht dann später rauskommt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es noch am selben Tag hochlade, wo ich es aufnehme, oder ich lade es dann einfach später hoch. Sollte das Video später hochkommen, dann, ja, hat es damit zu tun, da ich jemandem privat ein bisschen helfe. Deswegen habe ich da manchmal nicht so wirklich die Zeit dazu aufzunehmen. Ich nehme zwar davor auf und werde gucken, dass ich das vielleicht irgendwie zeitmäßig plane, damit es dann für euch besser ist, damit ihr auch von Rise the Horse nichts weiter verpasst. Aber nichtsdestotrotz gehen wir einfach mal kurz in das Event und werden unsere Preise abholen. Wir sind in 1-3 Sterne auf Platz 78 mit Present Planet, somit nur 5 Rosen ergattert. Und natürlich 4-5 Sterne, Platz 31 mit Anorak Area und somit ein paar Rosen mehr dazu bekommen. Wahrscheinlich werde ich auch bald wieder, sobald wir Level Up sind, ein Rosenpferd wieder kaufen. Ich hoffe, dass ein gutes dabei rauskommt. Aber wir haben ja noch einiges vor, denn wir sollten ja Short Sniffle, also unseren 5-Sterner, ja auf Level 21 in 3 Kategorien bringen, damit wir wirklich Level Up werden. Das ist ein bisschen schwierig, da ich ja immer nur Rennen reite und ja, also es ist recht schwer, den hoch zu leveln, wenn man hier mal so sieht, meine ganzen Pferde. Ja, der ist schon gekommen, also noch nicht mal auf Level 10 oder so. Aber wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir Short Sniffle laufen lassen. Verzeihung dafür. Also, da haben wir Short Sniffle, den guten, der ist auf 8. Und ja, ich versuche ihn auf maximal zu bringen, also 25, damit ich dann den bloß trainieren muss bis 21, damit ich dann wirklich, wie gesagt, Level 10 werde. Ich hoffe, dass ich das auch noch bald hinkriegen werde, weil es ist wirklich sehr schwierig, das hinzubekommen. Aber nichtsdestotrotz werde ich das Rennen jetzt auf euch wirken lassen und wir sehen uns an der Ziellinie. Bis gleich! The front runner. Snail Order wants the front. Family's Fish.
Sodele. Das Rennen war ja mal richtig gut von Short Sniffle. Also der hat uns eine gute Zeit reingehauen und natürlich auf Platz 1. Dann gucken wir mal, wir kriegen 207 EP, das heißt, wir sind jetzt sogar jetzt auf Level 9, wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Das heißt also, der Gute wird jetzt langsam Stück für Stück hoch. Das ist supi. Jetzt ist die Frage, werden wir noch einen Fohlen groß holen? Ich habe ja 2. Dazu müsste ich aber eines verkaufen. Vielleicht werde ich einfach, ich weiß nicht, vielleicht werde ich eine Questaufgabe machen, also eine Tagesaufgabe, vielleicht, damit wir ein bisschen mehr Silber kriegen. Also Silberstellinge. Die Frage ist, mache ich das jetzt so oder mache ich das jetzt nicht so? Weil, ich meine, wenn man mal bedenkt, dass ich eigentlich gute Pferde habe, wäre es jetzt eigentlich schlecht, wenn ich eins davon verkaufe. Aber das Problem ist, ich habe ja noch einen 5-Sterner. Der zwar absolut keine Werte haben wird wahrscheinlich, war K.A. warum. Also ich habe ihn immer wieder jeden Tag versorgt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug ist oder sowas. Aber mir hat es schon recht seltsam gefunden, dass man den an dem einen Tag nicht haben aufpushen können. Und wie man hier sieht, der hat absolut gar keine Werte. Ob ich nicht vielleicht den Wintervulkan verkaufe oder sie groß hole, mit ihr züchte vielleicht und sie dann am Endeffekt verkaufe, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt ein Pferd verkaufen? Wie mache ich jetzt das zum geschicktesten? Ich habe jetzt auch gerade ein Pferd verkauft, weil mir die Aufnahme wieder sich verabschiedet hat, sage ich jetzt mal so. Und ja, da werden wir jetzt einfach mal kurz Ice Caper holen und werden die gleich auch sofort wieder instant verkaufen. Also manchmal schmiert mir echt die Aufnahme ab. Ich frage mich, woran es liegt. Entweder ich suche mir ein neues Aufnahmeprogramm oder ich muss mal wirklich mal gucken, woran es liegt. Ob ich vielleicht eine App drauf habe, die irgendeine Komplikation drauf führt. Das weiß ich nicht. Das gucke ich dann noch alles. Aber ja, ich hoffe, dass es jetzt nur dieses eine Mal jetzt für heute ist. Und mal gucken. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen Platz frei. So, dann würde ich sagen, holen wir noch Winter Vulcano hervor. Der hat halt absolut keine Werte. Er hat halt 53, 51, 51 von den Werten her. Relativ Standard. Sieht aus wie Anorak Arrow. Wie Anorak Area von der Fellfarbe her. Aber ich weiß nicht, ob ich den behalten soll. Wie wär's damit? Schreibt doch mir mal in die Kommentare, ob wir Wintervulkan behalten sollen oder ob wir ihn verkaufen sollen. Schreibt's einfach mal gerne unten in die Kommentare und dann können wir ja sehen, ob wir den behalten werden oder nicht, weil ich bin bei dem recht unschlüssig, weil die anderen möchte ich gerne gar nicht verkaufen. Und ich hoffe, mein Vogel, den hört ihr nicht im Hintergrund, weil mein Papagei, der spinnt gerade ein bisschen. Also die hat wieder mal ihre, 5 Minuten, wie ich schon mal in einem Video, glaube ich, erwähnt habe, wo sie dann einfach mal meinen muss, den Schnabel aufzureißen und halt, mitzupfeifen, so dass man quasi, wie soll ich sagen, damit sie auch ein bisschen Gehör hat, so könnte man das sagen. Also wenn es euch stört, sagt mir Bescheid. Aber ich denke nicht, dass sie ja gerade ein bisschen weiter weg ist, dass sie ja in einem anderen Raum ist als ich. Aber solltet ihr sie trotzdem hören und es sollte euch nerven, sagt mir bitte Bescheid. Dann gucke ich, dass ich das irgendwie ändere. Aber jetzt gucken wir ja schon mal, dass wir kurz noch ein Pärchen züchten. Und dann werde ich, glaube ich, noch entweder nochmal ein Pärchen züchten oder ich werde die eine Fohlenbox ausbauen, damit wir da wieder eine höhere Stufe kriegen. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden wir die zwei hier erstmal nehmen. Poltergeist, die hat ja bisher gute Fohlen rausgebracht. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, ob wir das züchten können oder wir bauen es gleich auf. Nee, komm, wir bauen es gleich auf. Besser.
Weil sonst habe ich nachher wieder zwei Fohlen da und dann habe ich wieder ein Problem und dann, ja, weiß der Geier was. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz. Jetzt gucke ich mal, ob Wintervulcano eine Ding hat, eine Maske, eine Scheuklappe. Ich hoffe es mal nicht, aber ich glaube schon, ne? Ja, doch. Dass diese Pferde immer komischerweise eine Scheuklappe haben, verstehe ich nicht. Aber ja gut, interessiert mich jetzt eigentlich auch relativ wenig, weil meine Pferde laufen sowieso ohne diese Scheuklappen, weil ich die nicht mag. Das habe ich auch schon öfters gesagt in anderen Videos. Und dann würde ich sagen, lassen wir Wintervulcan mal laufen. Gucken, wie der abschneidet. Und wie gesagt, ihr könnt selber entscheiden. Sollen wir Wintervulcan nützen, um zu züchten? Oder sollen wir Wintervulcan verkaufen? Wir können auch so machen, dass wir ihn vielleicht züchten und eventuell dann verkaufen. Also erst züchten mit ihm, dann verkaufen. Aber das entscheidet ihr. Aber nichtsdestotrotz hören wir uns an der Ziellinie wieder. Bis gleich. Da sind wir an der Ziellinie auch wieder. 54 Sekunden, eigentlich eine erstaunliche Zeit für Wintervulcan. Also er hat schon definitiv Power und Speed drauf. Also der überrascht mich. Also wie gesagt, ich lasse die Entscheidung bei euch. Soll Wintervulcano bleiben oder soll er gehen? Sollen wir mit ihm züchten und ihn danach verkaufen oder züchten und behalten? Das entscheidet, wie gesagt, ihr. Und ich bin mal gespannt, was ihr so in die Kommentare reinballert. Gerade auch wegen Wintervulcano. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch ins Live-Event rein. Mit... Frozen Planet, würde ich sagen. Und reiten zum krönenden Abschluss einmal selbst. So, die Startbox wird ja wahrscheinlich sowieso wieder 6 sein, wie immer. Was ich ein bisschen doof finde, dass man halt immer diese Startbox zieht. Werde ich auch, glaube ich, auch jetzt gleich skippeln, damit wir in der Startbox landen. Und mal gucken, ob ich verkacke. Ja, lol. Ich verkacke ja sowas von. Und es ruckelt schon wieder, oder? Ja, eigentlich läuft es ja gerade flüssig. Theoretisch. Ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen, dass es einigermaßen läuft. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es vielleicht doch noch so leckelt. Und so minimal. Ja, gerade bei der Kamera. Da habe ich es gerade gemeint. Versuchen wir gerade nochmal vielleicht auf die Kamera nachher zu gehen, wenn ich die Möglichkeit habe. Oder wir bleiben jetzt erstmal so. Ja, ich bin ja relativ das goldene Schlusslicht mit ihr, weil die Gegner schon wieder so hart sind im Rennen.
Und das ist ja nur eine kleine Meterzahl, also das heißt, Sprint brauche ich erst gar nicht anfangen, weil im Endeffekt bringt mir das nichts, weil ich brauche beim Endspurt mehr Sprint als jetzt hier auf der, ja, Anfangsgerade, kann man sagen. Weil wir sind jetzt bei 200 ungefähr. Dann würde ich sagen, sprint ich jetzt gleich. Am besten jetzt. Na, jetzt habe ich auch noch, eine spezielle Fähigkeit noch dazu bekommen. Aber ich denke nicht, dass wir irgendeinen überholen können. Nee. Das war zu knapp. Der war trotzdem um eine Nasenlänge vor uns. Schade. Egal. Na gut, Platz 15, nicht schlecht. Ich bin zwar nicht ganz unter den Top 10, aber immerhin unter den Top 20. Das ist auch nicht schlecht. Hätte besser laufen können, sag ich ganz ehrlich, aber ja gut. Also mich stört das recht wenig eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, da sind wir jetzt wieder runtergerutscht auf 21. Ja, da merkt man, wie das Live-Event ist, zu stark. Aber nichtsdestotrotz bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.